Velvet oder Samtnägel, das ist der neue Trend. Und hier seht ihr ein Beispiel von Frau Zuckerwatte. Dabei streut man einfach ein wenig Samtpuder über den noch nicht getrockneten Nagellack und hat dann am Ende so eine Samtoberfläche auf den Nägeln. Ich habe mir den Trend jetzt schon eine Weile angesehen und habe gedacht, da könnte man ja noch mehr rausmachen, als einfach nur einfarbig irgendwas auf die Nägel zu streuen. Und habe dann überlegt, was hat denn in Wirklichkeit auch seine Oberfläche? Und da bin ich auf Tennisbälle gekommen. Diese haben ja, wie ihr wisst, so eine ganz weiche Oberfläche. Und das kommt dieser Struktur bei den Velvet- oder Samtnägeln sehr, sehr nah. Und deswegen habe ich dann mal versucht, ein Nageldesign zu machen, wie ihr auch schon sehen könnt. Und ich hoffe, dass es euch gefällt und ihr es vielleicht sogar mal nachmacht. Und ja, die Anleitung kommt jetzt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Der erste Schritt ist, die Nägel weiß zu lackieren. Das habe ich jetzt schon gemacht und zwar gestern Abend. Einfach nur aus dem Grund, weil mein Nagellack, der weiße, sehr lange zum Trocknen braucht. Also ihr müsst es nicht den Abend vorher machen. Ich habe es jetzt gemacht. Ich benutze den Rival de Loup Nagellack in der Farbe 39. Ich weiß nicht genau, ob es den noch gibt, aber das ist zumindest ein deckendes Weiß. Und ja, genauso eins solltet ihr auch nehmen. Danach können wir dann weitermachen und zwar mit Klebeband. Ich habe das hier schon so ein bisschen vorgeschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe das so halbiert, weil meins, das sieht so aus, ist relativ breit. Und wir brauchen aber davon was Schmaleres. Wenn ihr Schmaleres zu Hause habt, ist das super. Ich habe leider keins gefunden und ich musste mir das hier auch online bestellen. Ich habe nichts Schmaleres gefunden. Das Schmalere war dann schon wieder zu schmal. Also muss ich mir ein bisschen behelfen und schneide es einfach so in der Hälfte durch. Geht aber auch. Also da muss man sich ein bisschen zu helfen wissen und dann klappt das. Ich schneide mir die dann immer zurecht. Also ich habe das jetzt nochmal ein bisschen schmaler geschnitten, wie ihr sehen könnt. Das muss man einfach ausprobieren. Aber da habt ihr wahrscheinlich eh anderes Grundmaterial zu Hause. Deswegen ja, probiert einfach aus, wie es euch gefällt. Und dann klebt ihr das einfach so ab. Und zwar macht ihr das so ein bisschen halbrund. Bei mir löst sich jetzt hier die obere Seite noch so ein bisschen ab, weil das auch noch doppelseitiges Klebeband ist. Ich habe wirklich nichts Besseres gefunden. Ihr könnt auch normales Tesafilm zurechtschneiden, wenn ihr das hinbekommt. Aber ja, ich habe mir jetzt das hier extra gekauft und müsst damit auch mal ausprobieren. Also ihr klebt es ab und zwar in so einem Bogen und oben genau dann andersrum in so einem Bogen, so wie das halt auch beim Tennisball ist. Und das drückt ihr dann wirklich gut an, weil sonst läuft der Nagellack, den wir jetzt drüber geben, in diese Rillen. Und dann sieht das ganz unsauber aus. Also schön andrücken. Und es ist auch gut, wenn hier was übersteht, dann könnt ihr es nachher besser wieder abziehen. So, als nächstes habe ich mir jetzt hier ein Blatt Papier hingelegt, damit ich nachher nicht so viel rumstaube. Und ich nehme jetzt diesen gelben Nagellack. Der ist ganz alt von der Essence Limited Edition. Da könnt ihr nehmen, was ihr da habt. Also das ist eigentlich relativ egal. Das sollte halt ein bisschen deckend sein, aber ja, ist nicht ganz so wichtig. Und eben das hier, das ist ja Samtpuder oder so. Ich weiß nicht genau, wie man das bezeichnet. Das sind so Flocken. Die habe ich von eBay, da verlinke ich euch mal. Oder schreibe euch den Seller hin, den ich da gefunden habe. Da habe ich nur einen einzigen gefunden, der das vertreibt. Und ja, den schreibe ich euch unten rein. Und das ist halt das, was nachher diese Optik macht, diese Samtoptik, diese Tennisballoptik. Und ja, das machen wir jetzt so. Wir nehmen und malen uns einfach hier ganz normal über den Nagel. Versuchen das Weiß möglichst abzudecken. Ränder können wir später auch noch sauber machen wieder. So, und dann, während es noch nass ist, nehmen wir unser Puder. Und das hat hier so Öffnung wie so eine Gewürzmischung oder wie Gewürz einfach. Und ja, das streuen wir uns dann hier einfach drüber. Richtig schön großzügig, da hat man auch lange was von, auch wenn man viel benutzt. Nur man sollte lieber ein bisschen zu viel als zu wenig nehmen. Einfach weil es sonst Lücken entstehen und das ist nicht so toll. So, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr erstmal so abklopfen, dass der Überschuss runtergeht. Und ich drücke dann immer noch so ein bisschen fest. Dabei merkt man nämlich auch, wenn man irgendwie Stellen vergessen hat oder wenn sich da was nicht richtig abgesetzt hat, dann könnt ihr einfach nochmal ein bisschen nachnehmen und nochmal festdrücken und dann auch wieder runterklopfen.
So, und danach könnt ihr das Klebeband abziehen. Und dann habt ihr eure Tennisballoptik. Und das müsst ihr eigentlich nur auf jedem Nagel wiederholen. Ihr könnt es natürlich auch als Akzent nur auf einem machen. Da bin ich auch eigentlich mal ein Freund von, aber ich versuche das jetzt mal an allen Nägeln noch fertig zu machen. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Und ja, bis gleich. Tada! So sieht es jetzt aus. Fertig. Ich finde es cool. Also, es ist mal was anderes und es ist ganz witzig. Wenn ihr mich jetzt fragt, was die Haltbarkeit und sowas alles angeht, das kann ich euch nicht sagen, weil ich das selbst gerade zum ersten Mal gemacht habe. Ich habe nur die Idee gehabt und deswegen, ja, ist das erste Mal, dass ich das. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das relativ schnell sich abnutzt und auch schmutzig wird. Einfach weil das so eine Stoffoberfläche im Grunde jetzt ist. Und ja, es ist mal ein schöner Gag, aber ich glaube, natürlich nichts für den Alltag. Aber wenn ihr jetzt mal irgendwie so einen witzigen Anlass habt, so einen Geburtstag oder so, dann ist das bestimmt ganz cool. Oder wer weiß, vielleicht habt ihr auch mal ein Tennisturnier. Ich weiß ja nicht, wer von euch Tennis spielt. Dann ist das bestimmt ganz cool. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist mal wirklich was anderes. Vielleicht macht es ja mal nach. Vielleicht auch in anderen Variationen. Und dann würde ich mich über eine Videoantwort von euch freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.